Die Funktionsweise einer Kerze oder salopp gesagt, warum kann eine Kerze brennen? Zunächst einmal ist ein geeigneter Brennstoff notwendig und das ist bei einer Kerze das Wachs. Dieses setzt sich aus einfach gebauten Kohlenwasserstoffketten zusammen. Es handelt sich also um ein Kohlenwasserstoffgemisch, wobei zu berücksichtigen ist, dass es verschiedene Arten von Wachsen gibt, tierische, pflanzliche und synthetische. Folglich ist auch die genaue chemische Zusammensetzung der Wachsarten unterschiedlich. So, wir haben unseren kleinen Mini-Brenner für euch im Betrieb. Und Stoff. Graphit hineingeworfen und Sie haben jeweils gesehen, der leuchtet auf in der Flamme hier drinnen. Der leuchtet rot auf, er ist ein Planckscher Strahler. Und genauso verhalten sich die Kohlenstoffatome drinnen in der Kerze. Wie wir alle wissen, ist bei Zimmertemperatur das Wachs fest. Erst nachdem der Docht angezündet wird, beginnt das Wachs zu schmelzen und durch Kapillarwirkung wird das nun flüssige Wachs im Docht nach oben gesogen. In der Hitze lösen sich die Kohlenwasserstoffketten vom Docht und zerbrechen in kurzen Stücken als Gase. Diese durch Hitzeenergie hervorgerufene Spaltung nennt man Pyrolyse. Die entstandenen kurzen Bruchstücke der ursprünglichen Kohlenwasserstoffmoleküle sind viel reaktionsfreudiger als die langen Wachsketten. Der Sauerstoff aus der Luft reagiert nun mit dem in den Bruchstücken enthaltenen Wasserstoff. Es entsteht unsichtbarer Wasserdampf und während der Reaktion wird viel Energie in Form von Licht und Wärme freigesetzt, sodass, angetrieben von der Energie der Reaktion, immer mehr Brennstoff zerlegt wird und die Reaktion mit dem Luftsauerstoff fortgesetzt wird. Das heißt, eine Kettenreaktion ist entstanden und das Feuer brennt von alleine weiter. Ein Teil der freigesetzten Energie wird dabei in Form von blauem Licht abgestrahlt, welches an der Basis der Kerzenflamme erkennbar ist. Nach dieser ersten Reaktion bleiben Kohlenstoffatome zurück, die kleine Rußpartikel bilden. Diese Rußpartikel glühen bei einer Temperatur von über 1000 Grad Celsius und sorgen so für das warme, gelbliche Licht einer Flamme. Die nach oben steigenden Rußpartikel reagieren in der Folge ebenfalls mit dem Luftsauerstoff und werden zu Kohlendioxid. Oder in der Fachsprache, die Rußpartikel oxidieren zu Kohlendioxid. Auch bei dieser Reaktion wird Energie frei, die einerseits in Form von Hitze abgestrahlt wird und andererseits den Zerlegungsprozess der Wachsketten an der Basis aufrechterhält. Oberhalb der gelblich leuchtenden Flamme befindet sich die aktivste Zone. Hier verbrennt der reine Kohlenstoff bei Temperaturen von bis zu 1400 Grad Celsius. Wir zeigen jetzt, Faraday hat das auch gemacht, dass Wasserdampf drinnen ist. Er hat es mit Eis gemacht, wir machen es mit Stickstoff. Wir kühlen den hier und wenn jetzt oberhalb hier Wasser entsteht, dann werden wir das Wasser auf dem Schöpflösung anfrieren. Also man sollte jetzt dann weiße Spuren sehen. Sehen wir den Schöpflöffel? Oder hier lang. Und Sie sollten sehen, wie das da hier vorne, upsi, ausgelöscht, mit ein bisschen Stickstoff, ja. Sie sollten also hier sehen, wie das zu Eis, man kann das sehr deutlich sehen, dass also da hier immer mehr und immer mehr weißes Eis kommt. Also der Wasserdampf friert hier regelrecht an. Ja. Das ist also das eine, was ist schon wieder ausgegangen, klarerweise. Ja. Man kann also, glaube ich, deutlich erkennen, dass also hier oben Wasserdampf kommt, unten haben wir Sauerstoff. Ja? Da hier unten, das werden wir dann später noch sehen. Ja? Gut, also Wasserdampf wird hier nachgewiesen in der Kerze und was noch drinnen ist, der Kohlenstoff. Ah ja, Kohlenstoff. Hier habe ich ein weißes Stäbchen. Wenn ich da hier hineinfahre in die Kerze, dann haben wir jetzt den Kohlenstoff hier drauf.
unvollständige Verbrennung. Wenn eine Flamme sich bewegt, dann rußt sie. Die Temperatur nicht passt, das werden wir dann auch noch sehen. Also hier haben wir jetzt schön den Kohlenstoff nachgewiesen. Und jetzt werden wir, wo ist das Gitter hin? Hier. Jetzt werden wir etwas machen. Jetzt zeige ich Ihnen einerseits den Kohlenstoff, den ich schwarzen Rauch mache, und andererseits zeige ich Ihnen das gasförmige Paraffin, in dem ich weißen Rauch mache. Dann schauen wir mal, was zuerst kommt. Okay, es kommt schwarzer Rauch zuerst, wir haben noch keinen Papst. Und jetzt schauen wir, kommen wir mit dem, jetzt haben wir weißen Rauch. Würde ich mal meinen. Jetzt sind wir nicht so durch. Kein weißer Rauch, doch, okay. Jetzt brennt die Flamme. Oh, na, schauen wir mal, gehen wir auf die noch. Die hat es zu heftig. Nehmen wir die kleine Flamme. Sieht man es vielleicht noch schöner. Also, jetzt mal ein bisschen einbrennen. Die Kerzen brauchen auch immer eine Zeit, bis sie ordentlich brennen. So, jetzt machen wir schwarzen Rauch. Und jetzt machen wir weißen Rauch. Der weiße Rauch. Jetzt machen wir einen schönen weißen Rauch. Der weiße Rauch brennt jetzt oberhalb, sehen Sie es? Ja, Faraday hat eine Seitenflamme gemacht, indem er es mit einer Röhre abzieht. Ich ziehe die brennbaren Gase so ab. Und im Prinzip kommen wir damit auf das Prinzip einer dänischen Sicherheitslampe. So, und nochmal ein bisschen tiefer gehen. Einmal hat man sehr schön brennen gesehen. Ja? Das ist